أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir machen momentan eine Unterrichtsreihe über die Reise in das Jenseits. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Unterrichtsreihe für uns alle, damit wir unseren Glauben, unseren Iman stärken, bi'idhnillah ta'ala, und stark genug sind, um auch in so einer Gesellschaft, wo die Mehrheit der Menschen nicht Muslime sind, trotzdem überstehen können, bis Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seelen abberuft und wir nicht als etwas anderes sterben, denn als Muslime. Möge Allah azza wa jal uns nur als Muslime sterben lassen. Nachdem jeder von Allah subhanahu wa ta'ala seine Abrechnung bekommen hat, und wir haben das letzte Mal erklärt, und seine Taten gewogen wurden, so gibt es noch ein Ereignis, liebe Geschwister, wo keiner daran vorbeikommt. Kein Mensch von Anfang der Schöpfung aller Menschen bis zur Stunde wird an diesem Ereignis vorbeikommen. Bevor die Menschen in das Paradies eingehen, so gibt es etwas, was eine der größten Prüfungen ist, nämlich As-Sirat, die Brücke. Allah Azza wa Jal, er hat eine Brücke über der Hölle erschaffen. Subhanallah. Ihr müsst euch mal vorstellen, diese Brücke, und ich möchte es gerne euch an einem Beispiel deutlich machen. Die Schwestern können uns leider nicht sehen, aber inshallah, im Video können sie es sehen. Bi'idhnillah ta'ala. Eine Brücke, über die jeder gehen muss, liebe Geschwister. Sei er der gläubigste Diener gewesen oder aber der ungehorsamste Kafir. Es ist eine Brücke, die die Gläubigen in das ewige Paradies führt, wo sie nie wieder danach sterben werden. Die aber auch die Kuffar in die schlimmste Strafe führt, nämlich in die Hölle. Diese Brücke heißt As-Sirat. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقَضِيًّا. Und es gibt keinen von euch Menschen, alle Menschen, der nicht daran vorbeigehen würde. Woran? An der Brücke. Das ist für deinen Herrn entschieden und beschlossen. Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Entscheidung nicht mehr rückgängig machen, liebe Geschwister. Subhanallah, ihr müsst euch vorstellen, die Brücke wird über die Kanten von Jahannam gelegt. Hier, dieses soll Jahannam symbolisieren, dieses Glas. Und As-Sirat, wie wir gleich hören werden, ist dünner als ein Haar und schärfer als ein Schwert. Und es gibt manche, die sagen, heißer als glühend heiße Kohle. Und As-Sirat wird praktisch über Jahannam gelegt, liebe Geschwister. Schaut euch das an. Das ist As-Sirat. Und das ist Jahannam. Möge Allah uns davor bewahren. Jeder muss über diese Brücke hinweg durchlaufen. Es gibt niemanden, der an dieser Brücke vorbeikommt. Und es wird an diesem Tag äußerste Finsternis herrschen. Und du wirst nur Licht bekommen, wenn dein Leben in dieser Welt auch mit Licht versehen war. Die Personen, sie werden über die Brücke gehen müssen. Es werden Leute sein, die, waliyadu billah, durchfallen werden. Sie werden diese Sirat-Brücke nicht überqueren können, sondern Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt dem Feuer, dass sie diese Menschen erfasst. Warum? Weil diese Menschen nicht das Gute in diesem Leben gemacht haben. Das heißt, die Brücke wird über die Kanten von der Hölle gelegt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلْ مَنْ يُخَيِّرْ. Ich und meine Umma
meine Nation werden die Ersten sein, die diese Brücke überqueren können. Seht ihr nicht, dass Allah diese Umma ehrt? Subhanallah, sie sind die Ersten gewesen, die abgerechnet wurden. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sie geehrt hat. Die anderen warten noch in Strafe, bis alle Muslime abgerechnet werden. Allahu Akbar. Was für ein großartiges Ereignis und was für eine großartige Ehre für diejenigen, liebe Geschwister, die Muslime sind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte an diesem Ereignis über As-Sirat, وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ. Niemand wird an diesem Tag reden dürfen, außer den Propheten. وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. Und der Ruf der Propheten wird an diesem Tag sein, Ja Allah, erlöse uns, schütze uns. Das ist der Ruf der Propheten, liebe Geschwister. Wie dann mit dir, der du kein Prophet bist und nicht so gute Taten wie ein Prophet gemacht hast. Die Sache ist gefährlich. Und er sagte uns, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَفِي جَهَنَّمْ كَلَالِيب مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ. Wenn du dich hier auf As-Sirat befindest, es wird Haken geben. Nur Allah kennt ihr Ausmaß. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns aber ein Beispiel geprägt, wie die Stacheln von As-Sa'dan. As-Sa'dan ist eine Wüstenpflanze, die besonders starke, feste Stacheln hat, die so schmerzen können, dass wir uns das nicht vorstellen können, liebe Geschwister. Deswegen fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habt ihr euch den Sa'dan einmal angeschaut? Die Zuhörer sagten, die Sahaba radiallahu anhum, ja. Der Gesandte Allahs sagte weiter, wirklich die Haken in der Hölle sind mit den Stacheln des Sa'dan vergleichbar. Allerdings, Allah alleine weiß, wie sie wirklich sind. Und er fährt fort in dieser Überlieferung, tachtafu nas bi'a'malihum. Die Stacheln werden die Menschen entsprechend ihrer Taten ergreifen. Schaut mal, er ist noch nicht mal ins Höllenfeuer heruntergefallen. Er läuft noch auf der Sirat-Brücke. Und ich bitte euch, dass ihr euch nur ein Beispiel vergegenwärtigt. Wenn wir eine dunkle Nacht wählen würden und wir legen einen dünnen Weg über das Meer und dieser dünne Weg über dem Meer ist nur 50 Meter über dem Meer und es ist dunkel und dein Weg ist schmal, würdest du nicht extreme Angst haben, da reinzufallen? Aber hier weißt du, wo fällst du hier rein? Maximal in das Meer, in das Wasser. Aber an diesem Tag, wo es As-Sirat gibt, da werden die Menschen über As-Sirat laufen, liebe Geschwister. Der Weg wird eng sein. Wir haben gehört, so dünn wie ein Haar, so scharf wie ein Schwert. Und wer hier runterfällt in Jahannam, fällt 70 Jahre tief. Allahu Akbar. Wie lange? 70 Jahre tief. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er saß einmal mit den Sahaba radiallahu anhum, dann hörten sie ein Geräusch. Und da fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist dieses für ein Geräusch? Wisst ihr, was das für ein Geräusch war? Sie sagten, die Sahaba radiallahu anhum, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist ein Stein, der seit 70 Jahren fällt und soeben hat er den Grund der Hölle erreicht. Allahu Akbar. 70 Jahre willst du tief fallen? Und nicht nur, dass man 70 Jahre tief fällt, während man fällt, liebe Geschwister, wird man gebraten. Du fällst doch wo rein? In die Hölle, in der Hölle. Da ist nichts Angenehmes für dich. Da ist nichts Angenehmes für dich. Und der Tod kommt von allen Seiten, aber er wird nicht sterben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَأْتِي الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّ. Der Tod kommt von allen Seiten zu ihm. Er wird gegrillt praktisch, während er in Jahannam durchfällt. Aber er stirbt nicht. Er stirbt nicht, liebe Geschwister. Und subhanallah, die Gelehrten, die sagen bezüglich dieser Eier, und niemand wird an dieser Brücke vorbeigehen. Manche Gelehrte sagen, das bedeutet, jeder wird in Berührung mit dem Höllenfeuer kommen. Jeder, Gläubiger oder nicht,
Allahu Akbar. Selbst die Gläubigen? Ja. Das ist aufgrund einer Aussage von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: "Ad-dukhul la yabqa barrun wa la fajirun illa dakhalaha." Niemand wird ausgelassen, wenn er über diese Brücke geht. Niemand wird nicht mit dem Feuer in Berührung kommen, sei er auch ein Gläubiger oder ein Fajir, ein Unverschämter, der ein Sünder durch und durch ist. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Fatakunu 'ala al-mu'minina bardan wa salaman kama kanat 'ala Ibrahim 'alayhi salam." Aber wie wird das Feuer für den Gläubigen sein, liebe Geschwister? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Das Feuer wird kühl und angenehm sein wie von Ibrahim das Feuer." Allahu Akbar. Die werden über diese Brücke gehen, sie werden auch die Gläubigen vom Feuer erfasst werden, aber Allah Azza wa Jal, er wird es ihnen einfach machen, dass das Feuer sie nicht schädigt, sondern er macht das Feuer kühl und angenehm. So, wo Ibrahim a.s. in das Feuer geworfen wurde, ihr wisst, ist er darin gestorben? Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Feuer befohlen, dass es wie sein soll, kühl und angenehm für Ibrahim a.s. Und Ibrahim, er hat das Feuer verlassen, so als wäre es nichts gewesen, liebe Geschwister. Warum? Allah befiehlt, was er will. Und Allah kann machen, was er will. Subhanallah. Das ist eine Aussage von den Gelehrten. Die anderen Gelehrten sagen, jeder wird an dieser Brücke vorbeigehen, aber das Feuer wird nicht jeden erfassen. Aber schaut mal, in beiden Fällen gewinnt wer? Der Gläubige. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Liebe Geschwister, machen wir mal einen Schnellvorlauf in eine unbekannte Zeit, die kommen wird. Allah Azza wa Jal, er gibt uns einen Auszug aus Yawmul Qiyamah, aus dem Tag der Abrechnung, was alles passieren wird. Und wie schwer wird unsere Strafe sein, wenn wir dieses hören und nicht nach der Wahrheit handeln. Schaut mal, Subhanallah, es wird absolute Finsternis sein. Dunkelheit vor einer Brücke und alle werden vor dieser Brücke versammelt sein, liebe Geschwister. Einer Brücke, die schärfer ist als ein Schwert und dünner als ein Haar, einer Brücke genannt As-Sirat über dem Höllenfeuer. Und wir haben gesagt, stellt euch vor, man wäre nur 50 Meter über dem Meer und man müsste über einen schmalen Weg gehen. Und man würde so eine Angst haben, darunter zu fallen. Denn 50 Meter zu fallen, ist keine Kleinigkeit. Diese Brücke ist über dem Höllenfeuer. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, die Hölle ist 70 Jahre tief. Und wir Muslime, wir glauben an die Brücke, liebe Geschwister. Und die Menschen werden über diese As-Sirat-Brücke gehen, liebe Geschwister. Manche so schnell wie das Licht, andere so schnell wie der Wind, dann einige so schnell wie Vögel, und wieder andere so schnell wie ein rennender Mann. Und manche Menschen werden mit wenig guten Taten kommen. Deswegen, liebe Geschwister, einige werden gerettet und in Sicherheit gebracht, andere werden zerkratzt und freigelassen und andere werden ins Höllenfeuer geworfen. Die Gruppen sind drei. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Hierauf erretten wir diejenigen, die gottesfürchtig waren. Denn die Sunna von Allah ist immer, dass er die Gläubigen errettet. Und lassen die Ungerechten in der Hölle auf den Knien zurück. Allah. Die Ungerechten bleiben zurück. Das bedeutet, das Höllenfeuer. Und jeder von uns soll wissen, das Licht, was du an diesem Tag haben wirst, ist gemäß deiner Taten. Die Gelehrten sagen, es gibt ein Sirat in der Dunya und ein Sirat in der Akhira. As-Sirat in der Dunya ist der gerade, deutliche Weg. Das bedeutet, der Muslim, der Gläubige, der auf diesem geraden Weg war, er hat seine Pflichten gemacht, er hat zum Guten aufgerufen, er hat das Schlechte unterlassen. Wer so in dieser Dunya gehandelt hat und so den Sirat beschritten hat, so wird Allah ihnen den Sirat in der Akhira was? Leicht machen. Genauso wie in der Dunya, wie er hier mit Licht und Rechtleitung gegangen ist, so wird er auch in der Akhira mit Licht und Rechtleitung gehen, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird ihn nicht in Schande stürzen,
So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهِ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, das sind diejenigen, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind, nicht in Schande stürzen. Allah wird diese Leute nicht in Schande stürzen. Ihr Licht eilt ihnen voraus. Genauso auch zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Das bedeutet, liebe Geschwister, sie bitten Allah azza wa jal darum, dass er ihnen vollständiges Licht gibt, so dass sie an diesem finsteren Tag über diese Brücke hinweg schreiten können und sie werden dann über diese Brücke kommen und in das Paradies eingehen. Ich sagte euch bereits, hier ist der Mensch, hier ist die Brücke und hinter der Brücke ist was? Das Paradies. Das heißt, die letzte Station vor dem Paradies ist As-Sirat. Und welch eine gewaltige Prüfung für alle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns standfest machen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur das Gute machen lassen und uns von den Sünden entfernen. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa